Schönen guten Tag, willkommen zu einem Video. In diesem Video geht es um diese letzten paar Videos, die jetzt kamen. Und zwar, man könnte auch sagen, ich habe einen Film gemacht. Man könnte auch sagen, ich habe keinen Film gemacht. Ist ein Kurzfilm, könnte man vielleicht sagen. Und ich gehe jetzt ran, analysiere den Film. Nein, Spaß, die Analyse, ich kam, wie soll man das nennen? Ich weiß es nicht. Das ist halt einfach so, ich lag jetzt ein bisschen was darüber. Warum der krass ist, was da interessant vielleicht zu sehen ist. Analysen, Easter Eggs, Breakdown, Zeug, Bio. Ich weiß nicht mehr, ob direkt am Anfang hört man schon im Hintergrund Musik. Und zwar würde ich jetzt fragen, was ist mir jetzt damit so besonders mit der Musik, ey? Warum stoppst du jetzt schon bei 2 Sekunden? Und zwar mit der diese und zwar ist das Ding ja das ganze Film. Das ganze Film heißt ja Abschied. Und zwar ist das so zufällig genauso wie ein Song von den Ärzten. Das ist nämlich davon inspiriert worden. Aus diesem Song ist das Video rausgekommen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dieser Anfang ist einfach zitiert aus diesem Song. Die Musik ist einfach das gleiche, was halt ist. Was soll das denn jetzt heißen? Du willst doch einen angenehmen Ton. Hier ist das Piano von dem auch wieder das gleiche aus dem Song, halt kopiert quasi. Die Musik bei dem Inactus Community ist auch das gleiche, nur ein bisschen schneller und mit einer E-Gitarre. Dann ja, bist halt im brennenden Wald, ne? Ja gut, dann machen wir der Nachrichtensprecher geht doch noch ein bisschen weiter, weil er wird ja hier ein bisschen von diesem Drecksteppen da rechts unterbrochen. Irgendwann später im Video blende ich den mal einfach ein, komplett. Außerdem kann man hier sehen, dass der Typ da, also ich, ein anderes Shirt trägt, und zwar so ein komisches rotes Shirt. Und zwar, weil er die Rückblende ist. Und ich hier finde auch in der Fernbedienung hier, von dem Aufnahmegerät hier. Das benutze ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich habe trotzdem noch die Fernbedienung halt hier rumliegen. Da war Telefon. Worden mit. Guck mal, Alter, was ist das denn? Man sieht direkt nach dem. Hier, bevor ich noch mehr spoiler jetzt, auf jeden Fall, guck dir das Video erstmal vorher an. Das ist jetzt hier, wenn du es noch nicht gesehen hast, klick das drauf. Nach der Rückblende hier, hinter dem Typen Zettel, auf dem steht, ihr seid illegal. Komplett random. Wir sind die PNSDAP. Lustiger Witz, weil das ist halt PNSDAP und NSDAP, ne? Ist ziemlich ähnlich, sag ich mal. Und deswegen ist halt lustig, einfach nur, weil das halt so ähnlich ist. Und außerdem ist halt einfach so eine versteckte Botschaft, weil die NSDAP sind Nazis, Nazis sind nicht gut. Die ist dann die PNSDAP, so ähnlich wie die NSDAP und die sind auch nicht gut. Und die wollen die Umwelt kaputt machen, die wollen die Welt zerstören und Nazis sind auch nicht gut, wie ich schon gesagt habe, und die sind beide nicht gut und dann ist das halt so, beides nicht so nice. Natürlich sind da noch mehr Witze drin, und zwar war es halt ne Öl und RWE. Die ÖL. Öl? Ding bei der Haltung. RWE? So war das halt. Umweltschutz gibt bei denen da und das ist halt so, die Firmen, die sind nicht ganz so in die Richtung, also die Firma und Öl ist halt Erdöl gemeint und das ist halt nicht ganz so nice. Man sieht hier übrigens diese Silhouette da hinter diesem komischen Random Lakes Dings, was übrigens die Softbox ist, wenn man es nicht erkannt hat. Wahrscheinlich hat man es erkannt, aber naja. Während diese komische Person da halt die ganze Zeit dann irgendwie so einen Bullshit labert und diese halt Gangster-Person, hört man im Hintergrund, die immer, jedes Mal, wenn diese scheiß Person da ist, ich sage nicht, ich hab's vergessen, hört man immer den Soundtrack Ghost Tape Number, wie heißt das scheiß Nummer? Ghost Tape Number 10, glaube ich jedenfalls. Das ist aus dem Vietnamkrieg so ein Musik, den die Amerikaner benutzt haben, um halt diese Leute da ein bisschen Angst reinzupacken, die Leute. Die psychologische Kriegsführung. Hier bei der Szene kann man sehen, da ist der Arm irgendwie abgeschnitten, weil ich gedacht habe beim Schneiden, scheiße, Mann. Ich hab da gar keinen Arm drin. Hab ich nachher gemerkt, oh, ich hatte eine Szene aufgenommen, in der ich mich selber geschlagen hat. Ist von mehr reingesucht gewesen. Weil ich dann auch irgendwie so gemacht habe. War irgendwie lustig. Wollte ich drin lassen. Also, naja. Irgendwas, was ich vergessen habe zu sagen eben. Verdammt scheiße, ich bin dumm. Eben als sie diese KI konsultiert haben, haben die ja die KI nach einer Lösung für das ökologische Problem gefragt. Und das ist wieder ein Zitat aus dem Song halt. Und zwar hat er da gesungen, wir fragten die KI nach einer Lösung für unser ökologisches Problem. Wir fragen eine künstliche Intelligenz nach der Lösung für unser ökologisches Problem. Das ist ein weiser Mann. Ja, das ist halt so ein Typ mit so einem Bart und grauen Haaren und so. Ne, so ein langer Bart. Und ich dachte, okay, beim Film habe ich gedacht, ah, okay, wir machen jetzt einen langen Bart. Bin ich mal nicht dumm? Dann habe ich gedacht, ja, ich einfach eine Decke, pack die mal den Kopf drauf. Das ist auch weise, oder? Und deswegen habe ich wieder jetzt hingesetzt, eine Decke auf den Kopf gelegt und jetzt bin ich ein weißer Mann. Der Einzige hier, wo das mal so ein bisschen grün sieht irgendwie. Das ist irgendwie so random hier drin. Das ist, war im Schnitt nicht so.
Hier ist wieder diese Zitat aus dem Video, aus dem Animationsvideo. Helfen wir uns morgen, 8 Uhr, Sportplatz. Und zwar, helfen wir uns morgen, 8 Uhr, Sportplatz. Ah ne, schneid das raus. Das war so das Zitat aus dem Video, fand ich mir lustig. Keine Ahnung, hab ich irgendwie reingebaut hier, wie ich suche immer. Warum nicht? Das kannst du auch irgendwie also, oben in der Ecke. Das Video ist ziemlich lustig, also kannst du angucken. Aber erst später, ja? Bitte, dankeschön. Ich weiß nicht, Moment. Drohung? Bei der Szene hier sieht man zum Beispiel auch, dass diese Silhouettenperson zur Kamera gedreht ist, zum ersten Mal, glaube ich. Und auch mit einem echten Handy telefoniert. Und zwar mit dem iPhone 5 hier. Und das ist die einzige Person, die ein echtes Handy hat zum Telefonieren. Zum Beispiel der Polizist hier, der hat einfach eine Powerbank in der Hand und telefoniert mit der Powerbank. Irgendwie ein bisschen unsinnig fand ich das, deswegen habe ich es gemacht. Ah, ich gucke gerade hier aus dem Fenster auf der ISS. Hier bei den Astronauten ist das einfach so, ich habe mir gedacht, ah, den mache ich als Astronaut. Ja, Astronauten-Helm reicht auch, ich bin ja sowieso nur im Kopf zu sehen eigentlich. Ja, mache ich mir so einen Helm drum. Dann habe ich mir die Alufolie abgeschnitten, bin hochgegangen, habe mich auf den Kopf gelegt so. Da ich mir gedacht, oh, das reicht nicht ganz für so einen ganzen Helm, aber ist eigentlich auch egal. Und die Namen sind auch krass, und zwar heißt der eine, oh mein Gott, Alan. Und das ist der Astronaut 2. Und Astronaut 2 ist der Amerikaner. Und der ist, glaube ich, der zweite Mensch im All, sag ich mal. Also der zweite, ne? Auf jeden Fall ist er halt der erste Amerikaner im All gewesen. Und der andere, der Astronaut A, also der erste Astronaut, der Astronaut, heißt, das wird die gesamte Menschheit ausrotten, Juri. Juri. Juri ist der allererste Mensch im Weltraum gewesen. Und das sind auch die einzigen, die Namen haben übrigens, die beiden Astronauten, ja. Also ohne Budget halt, ist man halt ein bisschen knapp bei den Namen, ne? Und dann sieht man hier, dass den Plot-Twist überhaupt, was, denkt man sich dabei, wenn man sieht, und dann denkt man sich einfach so, was ist das für ein Scheiß, Mann? So ungefähr ist das. Mein Leben ist zerstört. Und die Musik ist übrigens aus Inglourious Basterds, und es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn man sich mal überlegt, was eigentlich hier sein Ziel ist am Ende, also was er sagt, was sein Ziel ist, ist mir dumm, was er gemacht hat vorher. Aber ist egal. Aber vielleicht ist es auch einfach ein ganz anderer. Du hörst einfach auf aufzunehmen. Ist das dein scheiß Ernst? Hier bei 41 Minuten eine Sekunde sieht man. Und links in der Ecke eingeblendet das Skript. Was? Und zwar war es so, dass er vergessen hat, eine Szene aufzunehmen und auch keine Lust mehr, also keine Zeit, keine Lust. Wie kann man erzählen, wie man möchte? Und wenn du jetzt denkst, Alter, hab ich gar nicht gemerkt alles. Hier sind jetzt mehr Comedy-Videos, Comedy-Filme. Nee, eher Videos würde ich sagen. Schönen Tag noch, tschüss. Don't stop believing.